So, hallo, Max hier von der Studentenküche. Eigentlich hatte ich gar nicht geplant, heute ein Video zu machen, aber dann ist es ganz nett geworden, was ich da gemacht habe, und dann dachte ich, ich erkläre euch zumindest mal, was ist und wie es geht. Es ist nicht wirklich kompliziert. Ich mache heute Seriennacht, das heißt, ich schaue Serie. Ich weiß noch gar nicht welche, aber wahrscheinlich werde ich bei Vikings landen. Und auf jeden Fall habe ich mir dafür Essen vorbereitet, dass ich die ganze Nacht auch was zum Essen habe und nicht auf Chips oder so zurückgreifen muss, da ich fett geworden bin. Ja, dann zeige ich euch einfach mal, was ich hier so habe. Das ist viel zu viel für mich, aber bestimmt kommt nachher noch jemand vorbei. Hier habe ich einfach Reis. Ich hatte keinen normalen, in Anführungszeichen, Reis mehr. Deswegen habe ich Milchreis genommen und den gewaschen und zweimal gekocht dann, dass er einigermaßen klebrig wird. Ich weiß nicht, ob der klebrig ist schon. Ja, doch, es geht. Ich habe noch Essig dazu gemacht und ein bisschen Pfeffer oben drauf und dann halt hier so schön mit Schnittlauch angerichtet. Essig mache ich deswegen dazu, weil es mir schmeckt. Ich weiß nicht, ob das anderen auch schmeckt, aber ich finde das lecker. Und Salz. Ein bisschen Salz wieder. Dann habe ich hier eine Brühe, eine Rinderbrühe. Ich glaube Rinderbrühe. Ich weiß es nicht, ob es Rinderbrühe ist oder eine gemischte Brühe, weil ich habe die immer eingefroren und nicht beschriftet. Das ist natürlich sehr praktisch. Dann habe ich hier, ich wollte heute eigentlich Frühlingsrollen machen, hatte aber das falsche Reispapier. Deshalb hat überhaupt nichts funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen. Also habe ich den Chinakohl, das Hackfleisch und die Frühlingszwiebeln, die ich vorbereitet hatte für die Frühlingsrollen, zusammen mit dem Reispapier einfach in die Pfanne geworfen. Dazu habe ich eigentlich eine Soße zum Dippen gemacht. Die besteht aus Knoblauch, Zwiebel, Tomate, Honig, Rosmarin und das Ganze dann einfach köcheln lassen. Und mit dem Stabmixer schön alles klein machen. Und das habe ich dann einfach vermengt in der Pfanne, habe das angebraten. Habe ich hier mein schönes Gefäß. Ich habe leider keine gleichmäßigen, gleich wirkenden Schüsseln. Deshalb werde ich aus dieser schönen Tasse essen. Und dann nehme ich mir dann einfach ein bisschen Reis da rein, plopp, plopp. Dazu so. Und wenn ich will, nehme ich ein bisschen Brühe und dazu das. Dazu habe ich noch frische Frühlingszwiebeln. Ich mag Frühlingszwiebeln sehr gerne. Sie gehören zu meinem Lieblingsgemüse. Zitronenscheiben habe ich. Einfach weil gerade, ich mag sauren Reis einfach. Und es passt auch so ganz gut dazu. Hier habe ich Sojasauce zum Dippen. Hier spiegelt sich meine Tapete. Hier habe ich verschiedene Soßen auch zum Dippen. In der Mitte habe ich Sriracha-Soße. Scharf. Hier habe ich Bohnenpaste, ist es auch scharf. Also ich bin eigentlich nicht so der Scharfesser, aber in kleinen Mengen finde ich das angenehm. Hier ist rote Currypaste. Hier ist das ist einfach nur Tomatenmark mit Basilikum. Es gibt es schon fertig und ich mag Basilikum sehr, hatte keinen frischen Basilikum, also nehme ich das Tomatenmark mit Basilikum. Und dann habe ich hier zwei verschiedene Wasabi-Pasten. In der hier sind, glaube ich, 4% echter Wasabi und in der hier nur 2. Die hier schmeckt gut, die hier schmeckt einfach nur nach einem sehr scharfen Rettich, was ja auch die Hauptzutat ist. Dann habe ich mir noch Ingwer und 2-3 Knoblauchzehen klein geschnitten. Das riecht fantastisch und ist einfach auch einfach ein bisschen mit drauf. Aufs Löffelchen oder wie auch immer. Und das schmeckt gut. Ja, das war's eigentlich schon. Man könnte dazu natürlich jetzt auch noch, was weiß ich, Karotten, Stifte, Sellerie, also Stangensellerie, Stifte oder sonst irgendwas machen. Oder natürlich Frühlingsrollen, wenn sie funktionieren. Aber die gibt's auch so günstig. Und davon werde ich mich jetzt heute Nacht ernähren. Mir ist es egal, ob das kalt wird. Man kann das auch auf eine Wärmeplatte stellen. Ich glaube, ich habe sogar eine Wärmeplatte dafür. Jetzt stelle ich es da drauf. Aber ich esse allgemein eigentlich kalt. Ich wärme auch das Essen nicht wieder auf. Ja, wenn ihr noch Fragen habt oder sonst irgendwas, Kommentare einfach hinschreiben, egal ob auf YouTube oder auf Facebook. Und dann hoffe ich, die beantworten zu können. Einen schönen Abend noch, meine sehr verehrten Damen und Herren.